Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Cheeky Boink. Wir spielen Overwatch. Das ist die Charaktervorstellung. Ich stelle euch in jeder Folge einen, wo ist denn hier mein Headset? Einen Charakter vor. Ich zeige euch, was macht diesen Charakter aus. Und danach springen wir in ein echtes Match. Erstmal aber in den Trainingsbereich. In der letzten Folge haben wir gespielt mit der Pharah und in dieser Runde, nicht in dieser Rolle, spielen wir den Reaper. Der sieht episch krass gut aus. Was kann er denn Schönes? Wir haben mit der linken Maustaste die Inferno-Schrotflinten. Schrotwaffe mit kurzer Reichweite. Der Totentanz fügt allen Gegnern in der Nähe Schaden zu, ist mit Q. Dann haben wir Schattenschritt, Teleport zu einer Zielposition. Linke Umschalttaste macht Phantom, macht unverwundbar und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, unterbindet aber Angriffe. Passiv Seelenernte, eingesammelte Seelenkugeln stellen Trefferpunkte wieder her. Okay, damit wissen wir das Wichtigste. Springen wir mal rein in ein Der Match. Tod Der ist Tod. unter euch. Cool. Also, wir gehen mal hier auf kurze Reichweite. Ist quasi tödlich. Zwei Schuss und jemand ist platt. Oh, hier sind Seelenkugeln. Die kann ich nicht einsammeln, weil Roboter haben keine Seelen. So, das ist hier der. Wie hieß es nochmal? Seelentanz? So, wir können uns teleportieren, zum Beispiel nach da oben. Aus den Schatten. Also, nach da oben wollte ich natürlich mich teleportieren. Also, dieses Unsichtbar ist natürlich cool. Das hält relativ lange an. Schauen wir uns gleich mal die ultimative Fähigkeit. Hat er jetzt einfach die Waffen weggeworfen? Schauen wir uns erstmal die ultimative Fähigkeit an. Hallo, Mr. Trainingsbot. Ziel eliminiert. Och, die Sprachausgabe ist schon ziemlich cool. Wir machen mal Q. Wow, das ist hart. Jetzt möchte ich meine Seelenkugel einsammeln. Och, mach doch nicht meinen Roboter hier kaputt. Komm schon, schieß auf mich. So. Ja, das ist sehr effizient. Ich bin unsichtbar. So, auf wirklich lange Distanz ist das nichts. Ziel eliminiert. Wie weit kann ich mich denn teleportieren? So, Das dahin. ist das Ende. Na, das würde ich auch sagen. Hallo! Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du bist tot. Ja, geile Fähigkeit. Oh, ich kann mich aber echt weit teleportieren. Aus den Schatten. Und der wirft sie einfach weg. Das hat Stil. Das hat wirklich Stil. Jetzt gucken wir mal, wie viele wir hier. Können wir uns weit bewegen eigentlich hier mit diesem Dingensbums hier? Stirb, stirb, stirb. Na, es geht so. Eigentlich nicht. Wo ist der andere? So, na gut. Ja, macht Sinn im Nahkampf. Wir schauen uns das mal an, ob wir es irgendwie umsetzen können. Oh, mit dem Ding will ich auch gerne mal fahren. So, gehen wir mal ein richtiges Match. Schnellsuche, Heldengalerie. Wo haben wir denn Reaper? Skins. Blackwatch Eyes oder Moos? Ich sehe gar nichts. Ich sehe einfach nichts. Warum nicht?
Reaper, da ist er. Skins, Moos oder das hier. Ach nee, Blackwatch Reese, nicht Eis. Den nehmen wir. Was haben wir noch? Sprays, der Reaper. Ausrüsten. Okay. Im Rest habe ich irgendwie noch überhaupt gar nichts, außer ein paar Sprays. Oh, ich brauche neue Lootboxen. Kann ich die hier kaufen? Ah, ist echt teuer, ne? Kostet so viel wie das ganze Spiel, 50 von den Dingern. Landeanflug auf Numbani. Numbani im Übungsgefecht. Oh, die Mucke ist cool. Der Tod. Der Tod. Kann ich nicht da nach oben oder so? Aus den Schatten. Wow. Das war der epischste. Die epischste Teleportation ever. Wer ist da? Wer macht das? Scheiße. Das ist das Ende. Ja, das war wohl nix. Wo ist die Kuh? Was ist das da? Nichts. Okay. Didim. Didim. Oh. Ankunft am Watchpoint Gibraltar. Ja, wird schwierig für mich im Nahkampf. Oh, ist nicht so meins. Aber okay. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wir schlagen uns durch. Wen haben wir noch? Arontas, Vitae, Vitaha, Hitman, Hitman, Scarab Boss und Wise. Hitman ist Level 42. Wow. Bin ja jungfräulich auf Level 10, 11. Entschuldigung, Level 11 natürlich. Worauf warten wir noch? Wie viel kann ich denn hier hinschmeißen eigentlich? Achso, die verschwinden natürlich. Zeig ihm, was wir drauf haben. Boah, kann ich alles kaputt machen hier. Cooler Effekt. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Wie wäre es denn mit so einem... Hallo, mit so einem Einzelspielerspiel im Overwatch-Universum? Hallo. Leute, hätte was. Verstanden. Ich mach mal hier den Hallo. Reaper hin. Hier ist The Reaper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird eskalieren. Das wird eskalieren. Oh mein Gott. Ich bin Nahkämpfer hier. Ich bin Nahkämpfer! Kann ich da hoch? Ich will da hoch. Feindliches Geschütz voraus. Pass auf! Feindliches Geschütz auf dem Verkehrszug. Feindliches Geschütz voraus! Feindliches Geschütz zerstört. Didim, 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 ich bin der Reaper. Ach nö. Werner, 1, 2, 3. Jetzt ein Glückwunsch. Da war ich sehr engagiert bei der Sache. Nein, Nahkampf, das ist echt nichts für mich.
Was sagt er? Was sagt er? What's she saying? Wir müssen die Fracht hier wegschaffen. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Och nö, Desi Dragon. Also wie hat der denn geschossen? War schon sehr, ich sag mal, doof. Also natürlich hat er mich gekillt, aber whatever. Macht echt keinen Sinn hier. Auf die Entfernung. Okay, Barriere. Helden sterben nicht. Warum ist da jetzt eine Barriere? Egal, Nahkampf. Boah, ein Schuss und ich hätte ihn gehabt. Ah, Granatwerfer läuft. Versuche im Kampf immer einen Höhenvorteil zu erlangen. Ja, Jetzt gibt's was auf die Ohren. Okay. Achtung, Trommelfeuer! Oh. Feindliches Geschütz voraus! Ah, dann doch lieber hier nach oben, oder was? Okay, das war übertrieben. Ach, Kollege, warum rennst du denn weg? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Wir hätten das Ding fast platt gehabt. So wird halt nichts. Noch 60 Sekunden. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Boah, ist echt nicht mein Charakter. Ah, er ist explodiert. Gut, ja. Noch 10 Sekunden. Bringen wir es zu Ende. Vorsicht, Gegenverkehr! Feindliche Treffer! Jo, ich sag mal so, wir haben verloren. Und ich muss feststellen, dass Nahkämpfer überhaupt gar nichts für mich sind. Highlight des Spiels. Darüber muss ich nachdenken. Super! Ja, ich hoffe, ich konnte euch den Reaper trotzdem ein bisschen näher bringen. Müsst ihr selber mal schauen, ob das was für euch ist. Ach, für mich ist leider nichts. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!